Was geht da raus, meine Crows? Zurück zu Deponia. Ja, letzte Folge haben wir natürlich Goli rettet. Ja, man könnte sagen, wir haben Goli rettet oder auch nicht, egal. Wir haben auf alle Fälle den Platatzauber gemacht mit Spucke und wie sich was alles und den Rinnisetz. Jetzt haben wir ihr natürlich berichtet, was alles passiert ist. Schaut euch auf alle Fälle die letzte Folge natürlich an, damit ihr auf dem Laufenden seid. So, wir hören schnell nochmal. Nee. Pookie können wir uns noch ja nicht anhören, aber gleich. So, wir sollten auf alle Fälle zum Organon-Kreuzer kapern. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Während du die Organons ablenkst, schleiche ich mich zur Brücke. Dort verkleide ich mich als Steuermann, indem ich mir einen Bart aus einem Pinsel und etwas Leim bastle. Dann müssen wir nur noch etwas Draht und einen Schraubenzieher finden und... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Okay. So, wir hören schnell nochmal Pookie. Na, endlich sind wir hier auf Bosos Kutter gelandet, dem alten Piraten. Rufus wollte ja eigentlich auch Pirat werden und ist sicherlich auch Pirat. Auch ich wollte früher mal Pirat werden. Und da ich sowieso noch gar nichts verraten möchte zu diesem Screen, singe ich stattdessen einfach ein Piratenlied. 1, 2, 3 und... An neue Plätze bemannt die Geschütze, dann auf ins Gemetzel und plündert die Schätze. Nur der Captain sollte jetzt schnell unter Deck gehen und erstmal zu Bett gehen und schlafen. Hey, hey, oh, alter Pirat, du hast da noch Reste vom Mittag im Bad. Hey, oh, alter Pirat, Bettruhe ist um 7:30. Hey, nun hebt euren Hut an und trinkt auf sein Wohlsein, bewundert sein Holzbein, da kann er drauf stolz sein. Und Freitag kommt sein Enkel aus Schleswig-Holstein und bringt frisch gewaschene Laken. Hey, hey, ho, alter Pirat, du hast da noch Reste vom Mittag im Bad. Hey, ho, alter Pirat, Bettruhe ist um 7:30. Hey, Giel und kann bitte mal werfen, Fräulein Giel holen. Der Captain muss booten, dann muss sie ihn stoppen, ihn anschließend in seinen Rolli zu wuppen. Zur Gymnastikgruppe um 6 gibt es Suppe und dann wetten das mit dem Lanz. Und dann wetten das mit dem Lanz. Und dann wetten das mit dem Lanz. Eine kurze Frage an euch, war das eben Gronkh in das Lied? Das hörte sich wie Gronkh an, ne? So ein bisschen. Aber okay. Ja. Wir müssen auf alle Fälle jetzt erstmal raus. Und Richtung... Ja, mach zu, besser ist es. So, und dann müssen wir Richtung Kabelschacht auf alle Fälle. Zum Turm. Ja, Gold sieht schon sehr schnuckelig aus, ja. Also ist die perfekte Freundin für Rufus. Scheiße, das ist der Organon. Es sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Ach, das ist, weil Rufus das erleuchtet hat, deshalb. Sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Ja, der schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Ha, die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Schnapp sie dir, Tiger. Wir müssen erstmal nochmal kurz zurück, weil wir müssen hier nochmal Poki hören. Die Nadel als Spiegel der Gesellschaft. Ja, Nadel und Faden, die Nadel im Heuhaufen. Hier dient die Nadel nicht nur einem inhaltlichen und einem game-designerischen Zweck, sondern auch als weiteren Beweis der totalen Jahre vorausgeplanten Intermedialität, die der Delic-Produkt natürlich immer, immer zu eigen ist. Und zwar findet ihr einen tatsächlichen Abriss über die Bedeutung eines Nadelhaufens im Entwicklerkommentar der neuen The Whispered World Special Edition. Hier verrate ich ihn gar nicht. Soll ich schon die Whispered World Special Edition reinziehen? Idioten. Ah, schön. Okay, alles klar.
Irgendwas mit Nadelhaufen und in einer anderen Version. Hier müssen wir auch nochmal pokieren, weil ich weiß nicht, ob wir nochmal hierher kommen. Darum nehmen wir alles mit. Dieser Screen sieht jetzt noch so unbelebt aus, aber gerade deswegen möchte ich darüber reden, denn es ist eines der guten Beispiele für mein Bestreben, möglichst tatsächlich Orte auf sehr unterschiedliche Weise als Spieler kennenzulernen. Erstmal benutzt man einen Ort, eine Location, einen Screen auf eine Art und Weise, und dann muss man später, kommt man nochmal zurück und benutzt ihn auf eine ganz andere Art und Weise noch einmal. Das finde ich irgendwie einen sehr spannenden Perspektivwechsel. Und ich darf leider überhaupt gar nicht so viel darüber verraten, aber ihr werdet euch wundern, wo man hier noch alles längs krabbeln und schlawenzeln kann. Ebenfalls zum Thema Perspektivwechsel. Hier muss ich einen kleinen Perspektivwechsel machen, und zwar nochmal zurück zur dramaturgischen Sicht und weniger zur rein kosmetischen Sicht. Nämlich hier an dieser Stelle habe ich in einer willkürlichen Item-Objekt-Reaktion einen kleinen Sachverhalt vorweggenommen, dem ich später natürlich noch sehr intensiv spiele, und zwar der Verdopplung von Rufus. Hier gibt es nämlich tatsächlich ein kleines, man mag fast sagen Easter Egg, dass Rufus, wenn er halt was versucht, in diesen Tümpel zu werfen, etwas sehr, sehr Absurdes passiert, wo ich sehr gelacht habe beim Schreiben. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Okay, Poki, danke für den Hinweis. So, wir haben jetzt mehrere Sachen. Erstmal hier zu der Tonne. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Säure. Nur Wasser. Okay. Du darfst da doch ja nicht Schritt lang. Näher und ich erspare. Das wollte ich doch meinen. Wir müssen doch hier bleiben. Können wir denn... Alter, bloß nicht, er muss das austrinken. Genial. Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Neue Mission. Tonne mit Wasser hat er nicht gemacht. Genial. Okay. Okay. Was können wir denn hier machen? Wir kommen ja da oben nicht lang. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen ja erstmal unentdeckt bleiben. Und... Ja, das wäre super krass. Aber wenn ich schwimme, sehen mich die Wachen. Und zum Tauchen fehlt mir die Ausrüstung. Ja, aber... Ach, Mann, scheiße, wir haben doch einen Strohhalm. Da können wir doch hier durch. Ich hoffe, Gold passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Oh, Digga, nicht so laut. Jetzt haben wir hier einen Strohhalm, richtig lustig. Jetzt können wir nämlich hier durchschwimmen. So, nehmen wir... Wahrscheinlich. Alter, sei doch mal nicht so laut. Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Okay, wir müssen das Verdeck aufkriegen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Was mit der Kobel? Ich spare mir meine Ich spare der Hupe? Mir meine. Au! Ich spare mir mein. Okay, jetzt können wir aber hier rennen. Können wir uns nämlich die Gabel nehmen. Er kriecht da einfach durch. Aber was ist mit der Hupe? Wir haben auch nichts lange, was wir damit machen können. So, jetzt müssen wir hier. Es kickt bloß ein Fuß raus. Kommt da nicht durch. Au, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Okay, wir müssen das Verdeck irgendwie aufkriegen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie kriegen wir das hier auf? Wie kriegen wir das irgendwie da auf? Was ist denn, wenn wir die Kurve nochmal betätigen? Ich spare mir. Ja, ist ja gut. Au! Nein. Geht nicht mehr. Was für ein Normalerweise ist die Hund nicht zwei Autos.
Wir haben noch eine Gabel. Ich krieg schon wieder Hunger. Oh, Digga. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ich spare mir mal. Irgendwas muss doch mit die Gabel sein, Leute. Müssen wir da wahrscheinlich. Können wir nichts mitmachen? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht zwei Autos weiter. Das ist ja die Frage. Ah, hier ist noch ein Rohr. Kommen wir da hin? Ah, okay, der kann nur mit seinem Arm. Aber jetzt kann er doch die Gabel benutzen, oder? Genau. Drück ruf. Was war das? Ah, nein, cool. Nein, das war keine Katze. Das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet hab. Ja, du bist ein richtiger. Jetzt können wir nämlich hier hoch. Dann können wir uns die Ente holen. Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Na, no, das war nur der Wind. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. So. Jetzt können wir erstmal. Ich kann nicht in die Organon. Ja, ja. Ich kann nicht in die Organ. Wenn wir das auch noch mit dem Kranhebel. Müssen wir die Ente da jetzt erheben? Ich spare mir meine. Nee. Was machen wir jetzt? Ja, weil quietscht immer noch ein bisschen. Wir müssen irgendwie da hinten hochkommen. Wir haben ja nur die Ente. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden. Brauchen wir. Ach, die Ente. Muss die Ente doch da drinnen bleiben? Ich kann nicht die Organ. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. 2017. Puh, verdammtes Viech. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Hä? Das ergibt doch ja keinen Sinn. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es. Ich kann nicht die Organon. Ich. Na, ich komme ja da nicht hin. Och Mensch, das ist ja schon wieder. Ich muss doch in den Kran rennen. Zum Zaunausgang. Ich kann ja nun so hier mehr rennen. Das ist doch total behindert. Die Organons haben sich fast direkt unter den Magnetkopf dieses Krans gestellt. Diese Trottel. Genug gelacht. Ich brauche noch einen Plan, um sie loszuwerden. Ja, und das ist nämlich die Frage. Wie kriegen wir jetzt die Kacke dahin? Das ist schon wieder. Wir haben eine Ente, aber was soll man mit der Ente machen? Wie bescheuert. Die ergibt ja nur Sinn. Ich spare mir meine. Bin ein bisschen. Wir kommen ja auch nicht mehr zurück irgendwie, ne? Können ja nicht mal in das Loch mehr rennen.
kann überhaupt gar nichts an. Sie ist zu weit weg, aber... Du schaffst das. Selber, Schlappschwanz. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Sie ist zu weit weg, aber... Du schaffst das. Die würden ein super Trio, aber mir reichen schon zwei Witzfiguren. Alles zu seiner Zeit. Erst die Ohren, dann Go. Ich spare mir meine... Ich spare mir meine... Ja, Mensch, was soll ich denn mit die Kacke machen? Vielleicht können wir die immer zusammenbauen? Ich brauche nicht Ordner. Hey, wo ist mein... Anscheinend brauchen wir noch irgendwas. Wir kommen ja nicht zum Kran. Das ist sehr komisch, weil wir kommen ja auch nicht zum Kran hin. Ich spare. Ich komme ja nicht hin. Ich kann ja nicht mal. Ich kann die Organ. Ja, aber du musst doch darin. Du musst doch dahin. Wir können ja gar nichts machen. Hier ist es hell genug. Ich kann nicht dahin. Ja, das ist mir doch klar. Oh, Mann. Haben wir doch gereinigt, hä? Ja, ich weiß nicht. Ich habe keinen Plan. Ja, wir müssen jetzt erstmal kurz die Folge beenden. Die ist ja auch schon ein bisschen länger jetzt. Ja, falls ihr einen Tipp habt, dann schreibt es doch mal einfach in die Kommentare, wie wir hier jetzt weiterkommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst ein Like, Abo, teilt dieses Video auf alle Fälle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Deponia. Ich bin erstmal raus und ciao. Gezähter, Gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Außer er muss dann mal weg.